Grün. Überall in der Stadt haben die Wartehäuschen ein neues ökologisches Dach bekommen. Was natürlich sehr schön ist, warum wir das tun? Städte neigen dazu, immer größer zu werden und durch Asphalt und Beton auch immer grauer. Durch diese Initiative wird alles wieder ein Stückchen grüner. 316 Bushaltestellen wurden mit dickblättrigen Sukkulenten bepflanzt. Die gelten als besonders robust, brauchen bei Sommerhitze wenig Wasser, sollen auch Minusgrade im Winter problemlos überstehen. Die Pflanzen sind Alleskönner. Feinstaub wird gebunden von die Pflanzen. Und die, weil die von April bis September so ungefähr immer wieder blühen, haben die auch Futter für die Bienen und andere Insekten. Weil es viel geregnet hat, ist von den Bienen nichts zu sehen. Aber andere Insekten sind unterwegs. Für sie alle sollen die Bushäuschen Rastplätze sein. Über den Köpfen der Wartenden, aber keine Gefahr. Ich lasse die in Ruhe und ich mache mein Ding und sie machen es auch. Irgendwie ist da so eine Zusammenarbeit zwischen uns. Mit dem Elektromobil düst das Einsatzteam umweltfreundlich von Haltestelle zu Haltestelle. Bezahlt wird für die Bepflanzung über Werbeplakate an den Häuschen, nicht über den Busticketverkauf. Die Utrechter sind begeistert. Es ist eine gute Idee, den öffentlichen Raum so effektiv für die Umwelt zu nutzen. Ich denke, dass Menschen sich dadurch ihrer Umgebung bewusster werden und verstehen, welche kleinen Schritte zu einer Veränderung beitragen können. Es ist eine schöne Initiative. Es sieht gut aus und es ist besser für die Umwelt und die Artenvielfalt. Ich finde es positiv. Alle Bushaltestellendächer zusammengerechnet ergeben eine grüne Lunge in der Größe von etwa 8 Tennisplätzen. Ein Star auf dem Dach, Mauerpfeffer, auch als fette Henne bekannt. Als sie blühte, wurden die Bushalten zum Insta-Star und haben so schon Nachahmer auf den Platz gerufen. Mittlerweile gibt es Anfragen aus der ganzen Welt. Münster und Hamburg wollen das Konzept schon nächstes Jahr umsetzen. Utrecht zeigt, manchmal kann eine kleine Idee Großes bewirken. Und was auf so einem kleinen Bushaltestellendach geht, geht natürlich auch auf einem großen Hausdach oder zum Beispiel auch auf einem Gartenpavillon, wie bei unserem Fernsehgärtner Ole Beker. Und worauf beim Thema Dachbegrünung zu achten ist, das zeigt er jetzt unserem Reporter Sven Tietzer. Es sieht nicht so aus, aber es geht heute hoch hinaus bei meinem Nachmittag, logisch beim Thema Dachbegrünung. Und es ist so, dass in Hamburg überlegt wird, im nächsten Jahr alle Bushaltestellen die Dächer zu begrünen, um sie insektenfreundlich zu machen. Das hier ist quasi die Bushaltestelle von unserem Fernsehgärtner Ole Beker in Uelzen. Nicht? Bushaltestelle. Ja, das ist ein Pavillon, ne? Gartenpavillon. Sieht ja auch schick aus. Und ist das heißt übrigens auch B-Stop in Hamburg. Ist das so? Soll das so heißen? Also hier ist es schon. New English. Ja. Ist das auch schon insektenfreundlich, was wir hier sehen? Es sieht so grün aus. Es ist jetzt, genau, das ist jetzt der Anspruch, den ich hätte, dass es jetzt auch um die Jahreszeit noch ein bisschen Blüte gibt. Es hat hier lange geblüht, über Monate. Das ist hier Mauerpfeffer, den wir sehen. Und der blüht schon relativ lang im Sommer. Aber es gibt natürlich noch was fürs Frühjahr. Und es gibt natürlich auch was für alle, die eben die Blüte noch ein bisschen herausziehen wollen. Da gibt es auch was für später. Deswegen werden wir ein bisschen nachsähen. Genau, kannst du mir mal die Schaufel rüberwerfen? Ich reiche dir hier mal die bunte Mischkiste. Das ist gut. Ja. Davon nehme ich diese abgeernteten. Und du brauchst hier jetzt natürlich, weil das alles schon sehr eingewachsen ist, noch ein bisschen Hilfswerkzeug. Ja. Also du, was haben wir denn hier? Das sind Sedumsprossen, die du hast. Ja. Und wenn man da mal in die kleinen schwarzen Kisten reinguckt, die sind ja alle verschieden. Das ist alles Mauerpfeffer. Ne? Also blüht rot, blüht gelb, blüht weiß, wird 30 cm, wird 5 cm, da ist alles dabei. Und das Tolle an dem ist, der ist extrem trockenresistent. Das heißt also, wenn das alles erstmal eingewachsen ist, dann sind auch diese trockenheißen Sommer, die wir ja wahrscheinlich auch leider wohl in Zukunft ein bisschen mehr haben werden, für den kein Problem. Da kommt er gut durch. Gut, und was also ich hier noch habe, ja, in meiner Wundertüte, ja, wenn man da mal drauf guckt, eine ganz lange Liste mit unheimlich vielen Kräutern. Halt mal ein bisschen höher. Ja, so. Glockenblume ist dabei, Staudenlein, brauner Dost, Felsennelke, Bibernelle, Braunelle, Wiesenknopf, ganz, ach, ganz die viel. Die Braunelle ist da drin. Die Braunelle, die ja. Ja. So. Und 5 Gramm auf einen Quadratmeter, das ist herzlich wenig. Ja, das reicht aus, um
flächig zu begrünen. Und damit kriegen wir die Blüte natürlich noch ein bisschen. Wie macht das der Profi? So aus dem Handgelenk oder wie? Also in diesem Fall schüttel ich das mal so locker aus dem Handgelenk. Kannst du das auch ein bisschen weiter oben machen, sonst sieht man da nichts. Ich kann es versuchen. Hinter der Kuppe. Du förderst das Äußerste von mir hier. Weil mir nicht von der Leiter drauf. Also auf einem Bein. Ne? Ach okay, und der Wind bläst es nicht weg? Der Wind bläst das insofern nicht weg, weil wir wässern das natürlich anschließend auch ordentlich an. Okay. Nicht einhaken oder einarbeiten. Ja, das darfst du machen. Nee, sag ich ja, doch. Andrücken ist okay. Aber nicht einhaken, weil das sind diese wunderschönen Blümchen, die ich hier habe, alles Lichtkeimer. Und die dürfen natürlich nicht in das Substrat rein, sondern die müssen oben so ein bisschen liegen bleiben. Okay, Ole. Ne? Wir sind hier bei einem bestehenden Dach. Wenn wir uns jetzt sagen, gar nicht so schlecht die Idee. Ich möchte das zu Hause vielleicht auch machen. Ich habe ja immer so ein bisschen Schiss, wenn wir hier mal gucken und das mal hier zeigen. Wir sehen ja, das ist ja auch alles, das ist ja ganz schön feucht hier drunter. Ne? Ja. Und ich hätte dann Schiss, dass wenn ich das zu Hause mache, dass da irgendwann die Feuchtigkeit durchkommt. Lass uns mal runtergehen, denn du hast da ja ein bisschen was vorbereitet. Wenn wir uns zu Hause also das Dach von der Garage, Carport, was auch immer begrünen wollen, müssen wir eben ein paar Dinge beachten. Zumindest, wenn das Dach flach ist. 5 Schichten kommen da drauf. Was ist die erste Schicht, Ole? Ja, du brauchst natürlich schon eine Abdichtung fürs Dach. Das ist ganz wichtig. Und da gibt es verschiedene Systeme, die man sich da denken kann. Mhm. Und wenn das Dach eben diese Dichtung noch nicht hat, dann müssen wir erstmal die haben. In der Regel der Fall. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Moment, das ist eine Teichfolie, ne? Nee, das ist keine Teichfolie. Das, mit der Teichfolie, das kommt noch. Ah, die habe ich zum Beispiel da oben auf dem Dach, wo wir gerade waren. Das ist dann die einfachste Variante. So. Und das Ganze hier, das ist so ein System, nennt sich Kubigreen. Das ist hier mit Schiefer auch belegt. Das ist einfach von der Stabilität her sehr gut. Und das ist insgesamt, was die Haltbarkeit anbelangt, also so das, sagen wir mal, die Creme de la Creme, würde ich mal sagen. So, und diese beiden werden verschweißt miteinander. Und dann hast du schon mal, das ist die Wurzelsperre, die ist auch ganz jetzt wichtig, die brauchst hier, ne? du immer. Und dann kommt, genau, dann kommt ein sogenanntes Geoflies. Und dieses Geoflies, das brauchen wir eben auch, damit der Untergrund möglichst beschädigungsfrei bleibt und so ein bisschen Speicherwirkung hat das auch noch. So, und jetzt kommt hier. Und jetzt kommt die Drehmatte. Wenn wir so eine Dachneigung haben, die vielleicht so bis 5% geht, also noch nicht so stark ist, dann ist der Abfluss des Wassers natürlich auch relativ langsam. Und wenn es dann doch mal richtig schüttet, das haben wir jetzt diesen Sommer auch oft erlebt, dann ist natürlich wichtig, dass diese Stauden, die wir eben oben gesehen haben, die wenig Wasser brauchen, nicht absaufen. Und da zieht eben das meiste Wasser erstmal gleich weg. Das Man ja sieht ja auch, hier sind kleine Löcher drin. Wie so eine Eiswürfel. Ja, genau. Ne? Also hier ist eben quasi, sind viele Reservoirs für viel Wasser. Und das kann hier durch die kleinen Löcher dann auch nach unten ablaufen. Und damit das Ganze nicht verstopft, weil hier oben drüber. Moment, da kommt noch kommt was. Kommt ja noch was. Simsalabim. Oh ja, jetzt können wir hier mal aus dem Vollen schöpfen. Moment, das ist die, damit die Wurzeln dann besser haften können? Nee, das ist eigentlich, ja, die haften vielleicht auch besser, aber wichtig ist dafür eigentlich das Substrat, was wir hier haben, Dachsubstrat. Ja. Das ist teilweise gebrochenes Tongranulat-Tonkügelchen, die speichern dadurch das Wasser auch etwas besser. Mhm. Da ist ein bisschen Erdanteil drin, aber ganz minimal. Und wenn du jetzt diese Matte hier nicht hättest, dann würde natürlich unsere Drehschicht schnell verstopfen. Und das darf natürlich nicht passieren. Reicht das so in einem So 5 cm ungefähr. Okay. Das ist dann schon großzügig und reicht für das, was wir vorhaben mit den Sedumpflanzen, für ein paar kleine Gräser und so weiter. Was heißt das denn vollkommen aus, was wir da draufsetzen können? Ja, das sind die Pflanzen, wie sie nachher, wenn sie groß sind, aussehen. Sowas mit der Ballengröße kriegst du natürlich schlecht in so ein Dachsubstrat. Dafür gibt es die. Die kleinen, die jetzt noch auf dem die Dach kleinen, liegen. Das ist das gleiche in groß. Soll ich noch schnell, pass auf, die hole ich noch schnell. Du holst in noch der schnell. Zwischenzeit, und ich sage noch mal einen Satz. Jeder würde sein Dach begrünen, sein Garagendach. Ja. Würde das was bringen in Sachen Insektenfreundlichkeit? Also ganz sicher. Erzähl mal, ich bin gleich wieder da. Also ganz sicher würde das was bringen. Und zwar schon deswegen, weil wir schaffen Inseln. Wir haben mehrere Stationen, B-Stops, so heißt das Ganze. Das heißt, die Bienen oder Insekten im weitesten Sinne landen hier und dazwischen. Das ist natürlich hervorragend, weil wir kriegen dadurch viel, ich bin noch gar nicht fertig, viel großflächiger, was für die Insekten tatsächlich bewerkstelligt. Macht also Sinn. So, das ist das Gleiche in klein.